Hallo meine Lieben, heute möchte ich mit euch die InStyleBox Winteredition auspacken. Und die kommt ja vierteljährlich, quasi zu jeder Jahreszeit. Und das ist jetzt die Winterbox. Dann lassen wir uns mal überraschen. Die ist auch immer schön voll. So, Deckel beiseite. So, so sieht es dann aus. Winteredition. So, schieben wir dich mal ein bisschen aus dem Bild, dass man nicht gleich alles sieht. Ne? So, als erstes haben wir ein Detox. Natural Defense. Bio-Tee. Ja, gerade jetzt haben wir ja auch die Jahreszeit, wo man gern mal gemütlich ein Teechen trinkt. Lass uns mal überraschen, wie das so ist. Oi. Von Art Deco Hot Chili Lip Booster. Ah, das ist hier, der dann die Lippen so aufplumpt. Hm? So. Chili. Mit so kleinen Glitzerpartikelchen. So, was haben wir hier jetzt noch? Ein. Ui, was ist denn das? Ich würde sagen, Portemonnaie oder so. Ja. Oder man kann irgendwelche Lippenstiftchen oder so sich da reinpacken, was man unterwegs mitnimmt in die Handtasche. So, was haben wir hier jetzt? Maikraut Topping, ein Brottopping. Sowas hatte ich auch noch nicht. Gewürzmischung für belegte Brote. Lecker sieht sie aus. Zutaten. Persisches Blausalz, Paprikagranulat, Tomatengranulat, Schwarzkümmel, roter Pfeffer, Schnittlauch, Sesam, Bodenkraut, Zitronenschalen, Kornblumen. Ja, das war's. Da kann man ja immer schön eine schöne Brotzeit mitmachen. Ne? So, was haben wir hier noch? Ui, Bullrich Heilerde, Tuchmaske. Gleich zwei Stück. Einmal totes Meersalz zur Beruhigung der Haut. Entspannt und beruhigt bei trockener und gereizter Haut. Reinigt und verbessert das Hautbild. Und hier haben wir eine mit Hyaluronsäure für einen belebten Teint. Erfrischend und belebend für eine glatte und straffe Haut. Die kenne ich noch gar nicht, habe ich noch nicht ausprobiert. So, was haben wir hier von Dr. Lip? Original. Oh, ein Nippelbalsam für trockene Haut. Naja, mal austesten. Sowas habe ich bis jetzt immer nach dem Stillen oder so benutzt, aber naja. So, was haben wir? Ui, das ist aber ein eingestaubt von dem Kräuseldings. Hier haben wir von My New Hair, die Marke sagt mir gar nichts, ein Keratin-Tiefenpflege-Haarmaske. Schöner Bottich, kommt man auch schön lange hin. So, was haben wir jetzt noch? Ui. Ha. Von Emma Hardy. Ein Moringa Cleansing Balsam. Doch, das ist gut. Das habe ich jetzt auch schon öfters. Zum Abschminken nehme ich es dann immer und dann gehe ich nochmal mit einem Reinigungsschaum drüber. Und ich glaube, das ist das letzte. Oder? Ah! Ha!
nee, das nehmen wir uns das Größte da zum Schluss auf. Von Polar eine Nachtcreme. Nachtcreme oder Nachtmaske? Nee, eine Creme. Davon gibt es nämlich auch eine Maske. Also manche, das ist, denke ich mal, Geschmackssache. Ich liebe eigentlich alles von Polar. Riecht auch schön. Doch, freue ich mich. Und das dürfte jetzt das Letzte sein. Ja, von Opposites Attract. Heißt das so? Sagt mir gar nichts, die Marke. Eine Eyeshadow-Palette. So, auf. Schöne Töne. So, dann wühle ich mich noch mal durch das Kräuselpapier. Aber, nee, das war's. So, das war's wieder von mir. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal, eure Sabrina. Und man sieht hier gerade die ganzen Staub von diesen Kräusel hier rumflattern. Ja, schneit. Okay, bis dann. Tschüss.